Hallo meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch ein Schminkvideo, das heißt, ich schminke mit euch zusammen live meine Augen. Und zwar hatte ich euch ja in einem Haul diese Liquid Eyeshadows von Messauder gezeigt, die ich mir bei Douglas gekauft hatte im Angebot für 16,29 Euro das Stück. Und da hatte ich euch versprochen, dass ich dazu einen Look schminke, damit wir dann gemeinsam sehen, wie die so sind. Und das machen wir heute. Ich fange an mit diesem Colorfix von Danessa Myricks aus dieser Pastels-Reihe in der Farbe Oasis. Denn damit möchte ich mein Lid grundieren. Was ich heute schminke, habe ich tatsächlich auch noch nie vorher ausprobiert. Das heißt, es ist jetzt wirklich live mit euch. Oh, die Farbe ist aber sehr knallig. Also das Rosa, die Farbe Bunny, hatte ich ja in einem anderen Look mit euch schon mal ausprobiert. Und die fand ich sehr dezent. Aber das Hellblau ist echt knallig. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Aber man sieht direkt, wie gut das deckt, finde ich. Also diese Colorfix-Produkte von Danessa Myricks, das sage ich ja immer wieder, die sind zwar auch teuer, also da zahlt man so ungefähr, ja, über 20 Euro, also so 22, 23 Euro ungefähr im Angebot. Bei Zalando sind die manchmal auch ein bisschen günstiger, aber da gibt es zum Beispiel diese Farbe nicht. Diese Farbe habe ich bei Purish gekauft. Und trotzdem sind die aber, finde ich, ihr Geld wert, weil die halt wirklich super decken und super halten. Ich habe ja eher Augen, die auch mal tränen, also eher empfindliche Augen. Und die Colorfix-Produkte von Danessa Myricks sind die einzigen Produkte, die trotzdem immer auf meinem Auge bleiben. Also die matten Farben. Bei den schimmernden ist es nicht ganz so, also die sind noch nicht ganz so deckend. Also die sind eher ja, so sheer. Aber die matten Töne, die halten bei mir wirklich unfassbar gut. Und es steht auch drauf, dass die wasserfest sind. Und das kann ich auch bestätigen. Lässt sich aber trotzdem gut abschminken. Also mit Micellenwasser oder so einem Abschminkbalm ist das kein Problem, die dann auch wieder runterzukriegen. So, das war die Grundierung. Das ist echt krass, ne? Echt eine krasse Farbe. Uhuhu. Krass. So, sieht auch krasser aus, finde ich, als in der Tube. Ist wirklich genau andersrum als mit diesem Rosaton, der Farbe Bunny. Die, finde ich, hat in der Tube krasser ausgesehen und in den Swatches krasser ausgesehen. Auf den Swatches krasser ausgesehen. Also den Bildern im Internet, die beim Produkt dabei sind, meine ich. Und war dann auf dem Auge eher dezent, war diesem Hellblau ist genau andersrum. Aber gut. So, jetzt habe ich mir überlegt, nehme ich als erstes die Farbe Eclipse. Ich möchte alle drei Farben, die ich mir gekauft habe, von diesen Messauder Galactic Shadows ausprobieren. Und das wollte ich jetzt eigentlich am äußeren Wimpernkranz auftragen. Und so ein bisschen in die Lidfalte. Ja, weil dieser Ton Eclipse, hatte ich euch ja geswatcht, als ich die gekauft hatte. Der hat auch so einen bläulichen Shift mit drin. Sieht jetzt eigentlich soweit ganz gut aus, finde ich. Erstmal. Bin gerade überrascht. Also die sind auf jeden Fall jetzt nicht deckend. Also zumindest so, wie ich es jetzt gerade aufgetragen habe, ist das schon so, dass die blauliche Grundierung noch durchschimmert. Ich werde das gleich noch ein bisschen verblenden, aber ich wollte jetzt erstmal schauen, wie das so im Auftrag ist. Okay, jetzt versuche ich das mal so ein bisschen an den Kanten auszublenden. Ja, geht aber eigentlich ganz gut.
Ja. Wird aber auch relativ schnell fest, kann ich schon mal sagen. Also zu viel Zeit lassen kann man sich da nicht. Ja, krass. Das wird echt ein krasser Look heute. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so krass wird. Gut. Dann nehme ich die Farbe Icarus. Und das wollte ich mir aufs Zentrum vom beweglichen Lid setzen. Das ist ja so ein Türkis. Ich schminke aktuell wirklich gerne so monochrome Looks, also so Looks, die in derselben Farbrichtung spielen. Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Also dieser Ton hier, Icarus, der gefällt mir sehr gut. Ja, das finde ich wirklich schön. Passt, finde ich, auch sehr gut zu der anderen Farbe. Das hatte ich gehofft, als ich mir die bestellt habe, dass das Töne sind, die ich gut zusammentragen kann. Weil bei Cremelidschatten verwende ich dann schon immer gerne Produkte aus der gleichen Reihe. Bei einem Augenlook. Also ich habe so festgestellt, dass ich Cremelidschatten aus unterschiedlichen Reihen nicht unbedingt immer vertragen. Ja, passt wirklich sehr gut zu diesem Eclipse, finde ich. Es geht echt sehr gut ineinander über. So, und als letztes, schaut mal, wie man's Finger aussieht. So, und als letztes fehlt noch Nebula. Und das wollte ich jetzt im Augeninnenwinkel auftragen. Und dann so ein bisschen auf das erste Drittel des beweglichen Lids. Ja. Also wie ihr sehen könnt, ich tupfe da immer erstmal was auf und dann verblende ich es halt mit dem Finger. Also so beim ersten Auftrag ist es bei mir immer nicht sehr ordentlich. Jetzt nehme ich im Augeninnenwinkel finde ich es immer ein bisschen schwierig, mit dem Finger zu arbeiten, aber bei Cremelidschatten mache ich das dann doch, weil ich finde, dass es mit dem Finger für mich immer noch einfacher ist. Aber ihr könnt natürlich auch mit dem Pinsel arbeiten, wenn das für euch einfacher ist. So, da draußen hämmert einer. Ich bin extra früh aufgestanden und drehe heute am Wochenende. Und jetzt hämmert da einer. Naja. Ich hoffe, ihr hört das nicht so laut. So. Ja, ein krasser Look ist das geworden. So, am unteren Wimpernkranz wollte ich jetzt mit der Farbe vom Anfang, also Eclipse, und einem etwas fester gebundeneren Pinsel versuchen, mir hier unten so ein bisschen einen Akzent zu setzen. Ja, das geht eigentlich ganz gut. Ja, ich finde bei der Farbe, dadurch, dass sie eben diesen Shift hat ins Blaue, passt das sehr gut für den unteren Wimpernkranz. Da habe ich ein bisschen gepatzt hier. Aber wenn man schnell genug ist, bevor das antrocknet, geht das noch weg. Und dann nochmal hier üben ein bisschen. Ja, er klopft immer noch da draußen rum, falls ihr das hört. Also ich höre es sehr laut. Bin mir ziemlich sicher, dass ihr das auch hört. Werde ich ja dann im Schnitt sehen. So. Und ja, finde ich, passt eigentlich ganz gut. Und jetzt nehme ich wie immer einen fluffigen Pinsel. Oh, da habe ich das Teil noch dran. Vom Waschen.
Denn mit diesen Teilen kann man ja dafür sorgen, dass die Pinselhaare schön in Form bleiben nach dem Waschen. Und da nehme ich jetzt wieder meine Cloud 9 Highlighter. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, aber für kühle Looks nehme ich einfach immer den. Aber demnächst werde ich bestimmt auch mal wieder was in die wärmere Richtung schminken. Und damit gehe ich jetzt einfach wieder so ein bisschen unter die Augenbraue. Einfach nur so ein bisschen, damit auch unter der Augenbraue noch so ein bisschen ein Highlight ist. Das mag ich wirklich immer ganz gerne. Und natürlich macht das dann die Kante auch ein bisschen weicher. Und da will ich jetzt immer nur noch so ein bisschen auch hier die Kante noch ein bisschen weicher machen im Augeninnenwinkel. Und das war's. Also es ist wirklich krass, muss man wirklich sagen. Also das Hellblau von diesem Colorfix kommt echt krass durch, wie ich finde. Ich trage mir jetzt noch Eyeliner und Wimperntusche auf und Fixing Spray und dann zeige ich euch das finale Ergebnis. So, und das ist der finale Look. Also, bevor ich es euch aus der Nähe zeige, mein Highlight ist definitiv dieser Ton Eclipse, den ich am unteren Wimpernrand aufgetragen habe, weil das schimmert so schön zwischen Braun und Türkis. Das finde ich sehr, sehr schön. Auf dem Lid selbst ist die Colorfix-Farbe dominierend. Also da hätte ich vielleicht einen anderen Untergrund wählen sollen, um die Galactic Eyeshadows mehr zur Geltung bringen zu können. Das heißt, was kann ich euch sagen? Also diese Pastel-Colorfix-Geschichte in der Farbe Oasis ist wirklich krass. Die ist wirklich krass. Trotzdem bin ich mit dem Look eigentlich sehr zufrieden. Also ich finde es schön, aber es ist definitiv nichts für den Alltag. Jetzt für meinen Drehtag passt es schon. Wie gesagt, ich bin extra früh aufgestanden, weil es ist Samstag. Und werde jetzt noch ein paar Videos damit drehen. Und dafür ist es, finde ich, schon sehr schön geworden. So, jetzt zeige ich euch den Look wie immer aus der Nähe. Und damit war es das für heute. Mittlerweile hat er aufgehört zu klopfen, glaube ich. Ich drehe heute extra ein paar Videos vor, weil ich bin ja demnächst im Urlaub. Und das wird dann ein Video sein, damit ich einfach was habe, was ich online stellen kann. Ja, jetzt wollte ich das Video schon beenden. Ich schaue immer noch den Look an. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, das interessiert mich immer. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt und falls euch das Video gefallen hat. Hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Und jetzt war es das aber für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.